Herzlich willkommen beim Voestalpine Talk. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den neuen Vorstandsvorsitzenden, Diplom-Ingenieur Herbert Eibensteiner. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Eibensteiner, Sie sind ja ein sportlicher Mensch und Sportler fragt man gerne am Beginn eines Bewerbes zum Beispiel, wie Sie sich fühlen, was überwiegt, die Nervosität oder die Vorfreude auf das, was da kommt. Ich würde Ihnen diese Frage auch gerne stellen. Immerhin stehen Sie am Beginn einer großen, herausfordernden Tätigkeit auf dem internationalen Wirtschaftsparkett. Ja, wenn wir vielleicht beim Sport bleiben, Wolfgang Eder und ich, wir hatten eine gute Staffelübergabe und alles ist perfekt vorbereitet. Und ich gebe schon zu, ich freue mich jetzt drauf, dass es losgeht. Was fasziniert Sie denn an der Voestalpine? Ja, die Voestalpine ist in den letzten Jahren unglaublich international gewachsen und hat sich von einem Stahlunternehmen in Richtung eines Technologiekonzerns entwickelt. Und mich persönlich fasziniert dieser erfolgreiche Weg, wie wir Innovationen vorangetrieben haben, wie wir Kunden überzeugt haben, mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. Das macht eigentlich auch diesen Voestalpine-Konzern so interessant. Gibt es eigentlich so etwas wie einen Voestalpine-Spirit? Ja, ich glaube, den Voestalpine-Spirit, den gibt es. Das ist dieser Wille zum Erfolg. Wir wollen eigentlich unsere Kunden nicht nur überzeugen von unseren Produkten, sondern wir wollen sie sogar überraschen. Sie haben in vergangenen Interviews immer wieder von der Gewinnermentalität gesprochen, als zentrale Stärke im Voestalpine-Konzern. Was genau meinen Sie denn damit? Gewinnermentalität heißt sozusagen diese Freude am Erfolg. Wir sind ja im internationalen Wettbewerb und Wettbewerbe möchte man ja auch gewinnen. Und ich glaube, das bedeutet für uns, die besten Innovationen zu bringen, die effizientesten Prozesse zu haben, lösungsorientiert beim Kunden zu sein und sich auch an neue Herausforderungen rasch anzupassen. Die Mitarbeiter sind gut ausgebildet, sind motiviert und ziehen in die richtige Richtung. Die Aufgaben eines CEOs, eines derart großen Konzerns, der so international aufgestellt ist wie die Voestalpine AG, sind natürlich vielfältig. Was würden Sie, wenn Sie sich entscheiden müssen, sagen, was ist die zunächst einmal wichtigste Aufgabe, der Sie sich widmen werden? Ja, die wichtigste Aufgabe ist immer Erfolg zu haben. Ich glaube, wesentlich ist, dass wir den Konzern wertsteigernd weiterentwickeln, dass wir diesen Weg gehen in Richtung Technologie, dass wir die technologiestarken Sektoren stärken, dass wir die entwickeln. Das werden die wesentlichen Dinge sein. Jetzt sind Sie ja kein Unbekannter in der Voestalpine AG und trotzdem gibt es natürlich jetzt an dem Punkt, wo Sie an der Spitze stehen, bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Neugierde, wie wir das denn anlegen. Ich verstehe schon, dass die Mitarbeiter neugierig sind, was der Neue jetzt macht und wie er es macht, klarerweise. Aber es kennen mich hier eigentlich schon sehr viele Mitarbeiter. Ich habe ja schon in zwei Divisionen gearbeitet und ich glaube, das Wesentliche ist, ich bin konsequent, ich bin klar, ich bin fair und was mich auszeichnet, ist, glaube ich, die Freude, Dinge auch bewegen zu können in die richtige Richtung und ich glaube, das ist entscheidend, das wünsche ich mir übrigens auch von den Mitarbeitern. Was ist es eigentlich, was Sie von den Mitarbeitern erwarten? Welche Eigenschaften? Der Wissensdurst und auch die Freude für Spitzenleistungen ist etwas sehr Wichtiges, um eben genau diese Innovationen auch voranzutreiben, die uns am Markt erfolgreich machen. In einem früheren Interview mit Ihnen habe ich ein Zitat gefunden, bei dem bin ich hängen geblieben. Sie haben gesagt, die Schnellen werden gewinnen, nicht die Großen. Jetzt verstehe ich schon, was damit gemeint ist. Auf der anderen Seite könnte man darin ja auch einen Widerspruch erkennen. Die Voestalpine AG ist groß. Ja, aber ich glaube, es geht um die Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, Sie haben recht. Viele große Konzerne haben schon Schwierigkeiten, sich an neue Gegebenheiten zu orientieren. Bei uns ist es, glaube ich, wichtig und das ist auch durch diese Dezentralität, die wir in Wirklichkeit auch organisatorisch leben, ist es sehr, sehr wichtig, sich rasch
an neue Gegebenheiten anzupassen. Und ich glaube, das ist eine große Stärke bei uns. Rund 4/5 der Mitarbeiter bzw. der Voestalpine Belegschaft sind ja Männer. Das hat natürlich sehr viel mit dieser Branche selber zu tun. Wie wollen Sie denn Frauen für den Konzern verstärkt gewinnen und die, die schon da sind, im Konzern fördern? Wir haben ein Bündel von Maßnahmen getroffen und zusammengestellt und sehen jetzt, dass immer mehr Frauen auch in den Betrieben arbeiten, draußen in der Produktion. Wir sehen aber auch, dass die Anzahl der Frauen in Führungspositionen, im Management, im Top-Management, in Geschäftsführungen auch tatsächlich steigt. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das weiter begleiten und das weiter fördern. Die Voestalpine AG hat in der Vergangenheit den Wandel vom reinen Stahlkonzern hin zu einem hochmodernen Technologiebetrieb erfolgreich gemeistert. Dieser Weg soll fortgesetzt werden, das haben Sie schon klar gemacht. Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Co., wenn es darum geht, das eben in die Zukunft zu bringen? Tatsache ist, dass durch Digitalisierung wir unsere Prozesse und Services extrem verbessern haben können, sehr effizient gestalten haben können. Big Data, Deep Learning oder künstliche Intelligenz sind Themen, mit denen wir uns täglich beschäftigen. Das gibt auch neue interessante Jobs für neue oder bestehende Mitarbeiter. Und ich denke, dass dieser Weg ganz klar weitergeführt werden muss und ist unser tägliches Geschäft. Eigentlich betrachten wir sozusagen diesen Weg eher aus dem Blickwinkel der Chancen. Fakt ist, dass die Mitarbeiterzahl der Voestalpine nirgends gesunken ist dadurch. Jetzt ist es so, dass in der Automobilindustrie und in der Zulieferindustrie die Weichen auf Elektromobilität stehen. Kann die Voestalpine AG davon profitieren und wenn ja, wie? Wir sind im jetzigen Antriebsstrang kaum vertreten. Das bedeutet für uns eine neue Chance, tatsächlich mit neuen Produkten. Ich denke da etwa an den Elektromotor oder auch im Batteriekasten, uns tatsächlich weiterzuentwickeln. Und für uns ist die Elektromobilität ganz klar ein Wachstumssegment. Ist der Einstieg in die Formel E auch unter diesem Aspekt zu sehen? Ja, ich glaube, die Formel E zeigt die technologische Spitze, was mit Elektromobilität tatsächlich möglich ist. Und daran orientieren wir uns auch und wollen das auch zeigen. Wir treffen ja dort nicht nur unsere automobilen oder automotiven Kunden. Wir wollen ja auch den Menschen zeigen, woran wir arbeiten. Wir leben in bewegten Zeiten. Kommen wir auf die Herausforderungen zu sprechen, die vor Ihnen liegen. Viele Veränderungen stehen an. Welche Veränderungen sind es, die bewältigt werden müssen zunächst einmal? Ja, ich glaube, wichtig wird sein, den Konzern auch in diesen Zeiten, in den nächsten Zeiten wertsteigern weiterentwickeln zu können. Wir wollen dort auch ganz spezifisch die technologiestarken Sektoren stärker wachsen lassen. Wir müssen uns dort die Rahmenbedingungen natürlich auch selbst schaffen, erfolgreich bleiben, finanzielle Spielräume auch schaffen. Und es gibt natürlich auch aktuelle Herausforderungen, wo wir natürlich auf die Handelsstreitigkeiten, die ja sehr schwierig sind, für die ganze Welt eigentlich schwierig sind. Welche Antworten finden wir dort? Wir müssen auch noch weiter uns einstellen auf die Änderungen im für uns so wichtigen Mobilitätsbereich. Wir haben heute schon gesprochen, E-Mobility, aber es gibt auch im Flugzeugbereich und im Bahnbereich dort Herausforderungen. Und klarerweise müssen die Technologien für die CO2-reduzierte Stahlerzeugung auch noch entwickelt werden. Da gibt es auch große Unbekannte. Sie haben die Handelskonflikte bereits angesprochen, die globalen, die politischen Spannungsfelder zwischen den USA und China, Russland und Europa verstärken sich. Das ist ganz klar. Wie wollen Sie denn Ihr international aufgestelltes Unternehmen positionieren in so einem Umfeld? Ja, wir werden mehr von externen Einflüssen in unserem wirtschaftlichen Handeln eigentlich beeinflusst. Eben wie Sie gesagt haben, da werden Handelsstreitigkeiten vom Zaun gebrochen, Handelsverträge
werden gebrochen. Aber wir haben auch politische Veränderungen. Wir haben die Klimagesetzgebung etwa. Das Wesentliche wird sein, nicht zu jammern, sich darauf einzustellen und sich anzupassen an diese Gegebenheiten. Wir haben ja eine klare Strategie, wir haben unsere Chancen und die sollten wir nutzen und umsetzen. Zu dieser klaren Strategie gehört auch, dass die Internationalisierung auch in Zukunft eine wichtige und große Rolle spielen wird. Gibt es beim Ausbau der internationalen Standorte Schwerpunktsetzungen, werden neue dazukommen und wenn ja, welche? Und wird es auch Akquisitionen geben unter Ihrer Führung? Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel investiert in Texas, Drahtwerk in Leoben, auch in Linz im Stahlwerk. Wir haben unsere Automobilwerke in der USA und in China gebaut. Wir bauen jetzt aktuell in Kapfenberg. Wir werden diese Investitionen in der nächsten Zeit einmal zu verdauen haben, klarerweise. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich in den Bereichen wie zum Beispiel die Flugzeugindustrie, Additive Manufacturing oder im Bahninfrastrukturbereich auch wachsen, auch durch Akquisitionen. Aber wie gesagt, wir müssen uns den Rahmen schaffen, wir müssen erfolgreich bleiben, wir müssen uns finanzielle Spielräume erarbeiten und das wird auch dazu führen, dass wir in den angestammten Bereichen eher etwas weniger investieren, mehr Fokus auf Cashflow legen und dann werden wir auch wieder größere Schritte auch auf der Akquisitionsseite machen können. Weil Sie Kapfenberg gerade angesprochen haben, da entsteht ja das modernste Stahlwerk der Welt. Ein klares Bekenntnis auch zum Standort Österreich bzw. Europa? Ja, Europa ist immer noch unser wichtigster Markt, unser größter Markt. Die Entscheidung für Kapfenberg ist ja damals auch gefallen, aufgrund des guten Know-hows, auch der Mitarbeiter. Und das gehört für uns zu den Rahmenbedingungen. Und darum ist es ja für uns am Ende des Tages auch erfolgsentscheidend, wie die Rahmenbedingungen in Österreich und vor allem auch in der EU auch tatsächlich sind. Und wir melden uns ja da immer wieder auch zu Wort. Der Konjunkturhimmel trübt sich im Moment wieder ein. Was bedeutet das für die Voestalpine AG und wie wollen Sie konkret gegensteuern? Wir haben uns in der Vergangenheit in solchen Situationen immer wieder ganz gut geschlagen. Wir werden natürlich unsere Effizienzprogramme verstärken. Wir werden unsere Kostenstrukturen durchforsten und die auch senken. Das können wir. Wir können dieses rasche Umschalten in einen anderen Modus ja sehr, sehr gut. Aber wir werden sicher nicht darauf vergessen, unsere Investitionen auch weiterzuentwickeln. Und wir werden natürlich unsere Kunden weiter mit perfekten Produkten und perfekten Service beliefern. Kommen wir zum Schluss. Sie sind nun verantwortlich für 52.000 Mitarbeiter. Das ist sehr viel. Das ist eine ziemliche Herausforderung, aber gleichzeitig natürlich auch ein Teil des Fundamentes des Erfolgs. Was wünschen Sie sich von Ihren Mitarbeitern? Weiter diesen Willen zum Erfolg und diese Flexibilität und die Anpassung, diese Freude an der Innovation und auch die Freude, die Zukunft der Voestalpine auch mitbestimmen zu können. Man kann sich ja meistens eh nicht aussuchen, aber wenn man sich aussuchen könnte, woran wollen Sie denn gemessen werden? Ja, ich glaube, Vorstände werden immer am Erfolg gemessen. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und darf Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit wünschen. Vielen Dank. Voestalpine. One step ahead.